Hey, hallo Leute, heute ein Video zum Thema Bug-Out-Bags bzw. Notfall-Rucksäcke oder Notfall-Rucksack. Und ich habe da ja mal ein paar Settings zusammengestellt. Jetzt geht es um einen speziellen, in dem Fall hier der Proviant-Rucksack. Und dieser Rucksack enthält ähnlich wie die anderen Rucksäcke auch eine Grundausrüstung für Survival, ist aber inhaltlich hauptsächlich, wie der Name schon sagt, auf den Proviant ausgelegt. Und ich habe hier ganz bewusst diesen etwas älteren Bundeswehr-Kampfrucksack genommen, denn er ist zwar untenrum schon kaputt, das untere Fach funktioniert leider nicht mehr, der Reißverschluss ist kaputt, aber man kann die Laschen, die Riemen noch benutzen. Und ich mag den Tragkomfort bei diesem Rucksack. Ich finde das ganz gut gemacht, das System Gurte und Rückenplatte. Und was ich aus dem Teil gemacht habe, wo nur noch die Laschen da sind und der Reißverschluss kaputt, das sehen wir jetzt gleich. Da unten eingepackt in schwarzen Müllsack sind zwei Flaschen Mineralwasser, einmal still und einmal medium. Der Sockel des Proviant-Rucksacks quasi. Das Wasser, die Wasserversorgung. Es ist aber nachher oben drin noch mal eine 0,5 Flasche mit Leitungswasser. Also das hier ist nicht das einzige Wasser. Und man hat dann doch ein extra Vorrat zum Kochen oder Waschen. Ja, machen wir weiter hier mit der Seitentasche links. Hier ist ein Erste-Hilfe-Set drin. Das ist so, wie ich es gekauft habe. Da habe ich selber keine Veränderung am Inhalt vorgenommen. Und eine Rolle Klopapier in einer extra kleinen Tüte, um es vor Nässe zu schützen. Dann schauen wir mal in die rechte Seitentasche. Und hier ist eine extra Tasche und nochmal Klopapier in einer extra Tüte. Und in dieser Seitentasche ist, was wir brauchen, um Feuer zu machen, um Licht zu machen, um eventuell eine Mahlzeit aus dem Proviant-Rucksack zuzubereiten. Also wir haben hier Grillanzünder, Kerze, Feuerzeug, Streichhölzer, Wattepads und Feuerstein. Da dürfte eigentlich nichts schief gehen und man sollte ein Feuer hinkriegen. Ja, kommt natürlich auf die Wettersituation an. Hier noch ein Speed-Kocher mit Brennstofftabletten mit dabei. Auch in dem kann man ein Mini-Feuerchen machen. So, jetzt schauen wir mal noch oben in die Top-Tasche. Da haben wir ein kleines EDC mit drin, ein Mini-Survival-Kit mit allem, was man so braucht, beziehungsweise was normalerweise auch in einem EDC ist. Man kann es auch rausnehmen und als EDC benutzen. Wir sehen hier Schnur, Kuli, Messer, Multitool, nochmal ein paar Pflaster, ein Desert Rag, ein etwas dickerer Filzstift. Diese Box, das EDC, ist so gut wie wasserdicht. Ich habe es getestet. 2016 habe ich da ein paar Videos gemacht, wo ich die verschiedenen EDC-Boxen ausprobiert habe. Und diese hier ist eine der mitunter besseren. Die Taschenlampe funktioniert noch. Das ist immer eine gute Gelegenheit, die Ausrüstung zu checken, den Inhalt vom Rucksack nochmal durchzugehen. Und wir gehen jetzt an die Innereien sozusagen. Hier erstmal das Rückenpolster bzw. das Rückenpolster-Schubfach. Hier sehen wir, ist etwas eingewickelt in schwarzen Müllsack wieder. Die Müllsäcke sind ja total mein Ding. Ich habe ja auch schon ein Video darüber gemacht, was man alles damit anstellen kann. Überlege, ob ich das hier verlinke. Jedenfalls ist da noch was drin. Das werden wir jetzt mal gleich aufklappen. Und wir haben hier vier Heringe und einen Roast, einen Grillroast, einen Grillrost. Die einfachste Konstruktion bisher, die ich jemals gemacht habe, um Feuer zu machen, beziehungsweise um etwas über dem Feuer zu erhitzen. Sehr klein, sehr platzsparend, sehr leicht im Rückenfach, im Rückenpolsterfach untergebracht. Ja. Hier drunter, wenn man es aufgestellt hat, kann man dann schön Feuerchen machen, sich etwas warm machen. Ich denke, gerade beim Proviant-Rucksack keine schlechte Idee, das noch dabei zu haben. Und wir kommen zum Inhalt des Hauptfaches, quasi der Bauch vom Rucksack. Hier noch die
kleineren Sachen zusammengepackt in Taschen, einzeln oder lose. Hier nur 2 Gaskartuschen und 2 Konservendosen. Die Kekse, was es damit auf sich hat, dazu später mehr. Wir gehen jetzt erstmal an die Taschen im Einzelnen ran. Und in dieser großen runden Stofftasche, die ist übrigens selber genäht, da ist ein Topf und ein Gaskocher, ein Standard-Gaskocher. Ich glaube, Campinggas hat das Patent entwickelt. Und in den Zwischenraum von Topf und Kocher kann man dann auch noch schön kleinere Provianteinheiten wie zum Beispiel fertig gemischten Kaffee oder Schokolade reinstopfen. Das klappert dann auch nicht so beim Transport. Kommen wir zum nächsten hier, diese kleine getarnte Tasche aus Stoff. Die ist auch selber gemacht aus einem alten Hosenbein. Habe ich kein Video dazu gemacht, fand ich jetzt nicht so besonders. Und wir wollen schauen, was ist da drin. Es sind zusätzliche Artikel zum Thema Proviant. Hier haben wir 2 Tücher zum Spülen, zum Reinigen, ein Handtuch, auch für die Hygiene hier Sachen, Seife, Feuchttücher, nochmal ein Stück Schnur und längliche Gegenstände wie diese Multivitamin-Tablettendosen, obwohl sie nicht direkt zur Hygiene gehören, habe ich sie hier mit drin, genauso wie das Besteck. Hier sehen wir also 2 Göffel bzw. ein Göffel, das andere ist ein Salatlöffel, ein Teelöffel für Kaffee und kleinere Angelegenheiten und ein 10er und ein 8er Opinel als Messer, diese Gegenstände zum Verzehr des Proviants. Dann kommen wir zur nächsten Einheit, kommen wir zur nächsten Tasche und das ist auch tatsächlich die Hauptnahrungstasche. Da ist wirklich nur Nahrung drin und wir wollen schauen. Hier sind Energy 5 Notkekse, hier sind Hartkekse, eine Bouillon und Frisobin Trinknahrung bzw. Nahrungsergänzungsmittel. Je nachdem, wie viel Kalorien ihr braucht am Tag, kann es so und so viele Stunden abdecken. Ich glaube, bei den wenigsten kann es wirklich 24 Stunden abdecken. Also da haben wir 4 verschiedene Geschmacksrichtungen dabei und hier sind nochmal 3 von diesen Fläschchen, die leer sind und die ich jetzt verwende für Kaffee, Zucker und Tee, Waldmeistertee, Waldfrüchtetee in so einer Art Instantpulver ist das. Dann haben wir da noch fertigen Kaffee bzw. vorgemischten Kaffee, Trauben, Zucker, Schokolade und verschiedene Sorten von Asianudeln. Und oben sehen wir auch nochmal die Kekse, da wie gesagt komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ja, und dieser Vorrat, dieser Proviant, das ist jetzt natürlich wieder völlig individuell zu sehen. Für mich habe ich ausgerechnet circa eine Woche, eine sehr gute Woche. Wenn es ja rationiert wird, 1,5 Wochen, 2 Wochen, das sind dann halt ja die weniger guten Wochen, die weniger schönen Wochen. Aber es geht. Also ich denke, ja, ganz gestreckt mit dem Wasser wird das natürlich auch dann sehr knapp. Sagen wir mal, eine gut ernährte, eine schöne Woche. Für mich alleine, für eine Person. Ja, und jetzt wird das Keksrätsel gelöst. Da ging es ganz einfach um die Packungseinheit. Hier haben wir quasi halb so lang, halb so viele Kekse in einer Packungseinheit. Die sollen dann hier in diesen Container. Den will ich aber auch noch auswechseln gegen eine Alu-Tasse. Die gehört ja schließlich auch zum Proviantrucksack. Und wenn ich beim Zumachen sehe, da ist jetzt noch Platz rum oben, dann nehme ich noch eine leichte Sache, ein Textil wie diese Decke zum Beispiel und einen Müllbeutel, kann man ja immer brauchen und die vorhin schon erwähnte 0,5 Flasche mit Wasser, mit Leitungswasser. Ja, das ist so meine Idee für den Proviantrucksack, meine Vorschläge für das, was da
mit drin sein sollte. Vielleicht habe ich euch inspiriert, euch auch einen Rucksack oder eine Tasche extra nur mit Proviant anzulegen, oder ihr habt eine Idee, was ich meinem Konzept hier noch beifügen könnte. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Geht raus, daheim sterben die Leute.